In diesem Video möchte ich mal die Frage beantworten, mit welchem Gerät man am besten Medieninhalte auf seinem Fernseher konsumiert. Das Problem ist ja bekannt, es gibt ja Fernseher, die haben eine integrierte Smart-Funktion, aber wie ich es von meinem Samsung kenne, gut, der ist 5 Jahre alt, sind die ziemlich schlecht. Problem ist auch, dass irgendwann der Support aufhört, die werden dann nicht mehr geupdatet. Am Ende hat man also die Frage, welches Gerät kaufe ich mir, um Inhalte auf meinem Fernseher wiederzugeben. Meine erste Idee war, ich nehme Raspberry Pi 3 und zu der Zeit, wo ich den gekauft habe, war das auch definitiv noch die beste Idee, denn da ging alles mit. Da installiert man OSMC drauf und kann dann Kodi da drauf installieren oder ist dann schon damit installiert und damit konnte man dann im Grunde alles wiedergeben. Damals, als ich das gekauft habe vor ein paar Jahren, hatte Amazon Prime noch die Flash-Unterstützung aktiviert, das heißt, ich konnte auch die Amazon-Videos damit anschauen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Amazon und Netflix haben beide auf den Witwewein-Kopierschutz umgestellt und da steht man vor dem Problem, dass der Raspberry 3 nicht mehr in der Lage ist, die Sachen in Full HD abzuspielen. Er kann sie zwar noch abspielen mit ein bisschen Bastelei, aber nicht in Full HD. Das überhitzt dann den Prozessor. Also habe ich mir gedacht, kaufe ich mir doch den Amazon Fire TV Stick. Da kann ich dann am Ende alles wiedergeben. Da kann ich Kodi drauf installieren und ja, auch die Sachen, die halt vorher nicht gingen, wie Amazon und Netflix, gehen damit. Das ist im Grunde auch soweit richtig, aber nur mit Einschränkungen. Und deshalb habe ich mir mal eine Liste gemacht und wir gehen quasi mal die ganzen Alternativen durch. Zusätzlich in den Vergleich beziehe ich jetzt noch die Xiaomi Box ein. Die habe ich mir auch geholt und ja, die habe ich euch jetzt hier auch auf dem Fernseher mal eingeblendet. Da können wir mal schauen, was die alles kann. Fangen wir mal an mit der Benutzerfreundlichkeit. Ich fange immer mit der Xiaomi Box an, dann geht's weiter mit dem Fire TV Stick und dann kommen wir zum Raspberry Pi mit einer OSMC-Installation. Bei Xiaomi hat mich jetzt zum Beispiel gestört, dass ich, um das zu benutzen, erstmal einen Google-Account gebraucht habe. Man braucht dazu auch eine Handynummer oder man benutzt halt den schon existierenden Google-Account. Ja, ohne kann man es halt nicht benutzen. Was mich bei dem Xiaomi auch gestört hat, ich muss, um den aufzuwecken, die eigene Fernbedienung verwenden oder halt die Fernbedienung vom Fernseher. Ich kann das nicht mit der Yatzee-App, die mit Kodi funktioniert, aufwecken. Ich habe hier halt einen Fokus, ihr werdet schon sehen, immer so ein bisschen auf Kodi gelegt. Was mir aber wiederum sehr gut gefallen hat, man kann Kodi sehr gut integrieren. Ihr seht ja schon, Kodi ist jetzt hier unter den Favoriten. Das lässt sich über den Play Store ganz normal installieren. Ich habe jetzt hier die Beta-Version installiert. Das geht nur per Sideload oder einfach per FTP auf das Ding draufladen. Zusätzlich habe ich noch eine App installiert, die halt sicherstellt, dass Kodi beim Neuanmachen immer im Auto stattliegt und als erstes gestartet wird, weil ich meine Medieninhalte eigentlich nur über Kodi anschaue und die Xiaomi Box für mich nichts anderes ist als ein Kodi-Ausführgerät. Ob da jetzt Android noch drunter ist, ja, schön. Kommen wir zum Fire TV. Da brauche ich dann statt im Google-Account natürlich einen Amazon-Account. Da habe ich dann im Grunde ein ähnliches Problem wie bei der Xiaomi Box. Auch hier, um den aufzuwecken, brauche ich die Remote-App auf dem Handy vom Amazon Fire TV oder müsste halt die eigene Hardware-Fernbedienung benutzen, aber ich möchte ja das Fernbedienungschaos klein halten und will das eigentlich alles mit dem Handy machen. Ja, auch hier kann ich nicht Yatzee benutzen für Kodi, um das aufzuwecken. Die Sache ist halt immer die, sowohl bei Xiaomi als auch beim Fire TV, ich wecke die auf mit der App vom Fire TV oder mit der von der Box und dann wechsle ich im Grunde in Yatzee und ja, navigiere dann da weiter. Yatzee hat halt einfach für Kodi viel mehr Möglichkeiten. Wer die mal benutzt hat, der weiß, von was ich rede, der will auch nicht eine andere benutzen. Kommen wir zum Raspberry Pi und der räumt hier quasi in allen Punkten ab. Ich brauche natürlich keinen Account, um da loszulegen. Ich schmeiß das Ding an und los geht's. Die Yatzee-Integration ist perfekt. Ich kann über Yatzee den Fernseher aufwecken. Das sollte eigentlich auch beim Xiaomi gehen. Theoretisch, technisch sollte das gehen. Es gibt aber wohl keine Unterstützung von Kodi und Android, dass dieses CC-Signal weitergeleitet wird. Beim OSMC ist da halt eine Library installiert auf dem Betriebssystem, die das eben durchreicht, das Signal, das von Yatzee kommt. Also bei der Benutzerfreundlichkeit gebe ich jetzt mal dem Raspberry die volle Punktzahl und die anderen werte ich entsprechend ab. Kommen wir zur Kompatibilität und das ist ja ein großer Punkt. Amazon Fire TV und das Xiaomi Gerät, die haben beide eine Witwewein Hardware Unterstützung. Also Witwewein ist der Kopierschutz, der von Netflix und Amazon benutzt wird und der Raspberry Pi hat das nicht. Ich kann zwar Amazon-Video damit schauen und vermutlich auch Netflix, das habe ich nicht probiert, aber dann halt nicht in voller Auflösung. Und ja, ich habe mir extra einen Full-HD-Fernseher gekauft, also möchte ich da auch Full-HD-Inhalte wiedergeben, macht für mich also dann keinen Sinn. Da auf allen drei Geräten Kodi läuft, ist also da kein großer Unterschied. Der einzige Unterschied ist also tatsächlich die Witwewein-Unterstützung, die jetzt beim Raspberry fehlt. Deshalb gibt es da eine Abwertung für den Raspberry.
Kommen wir zur App-Auswahl. Und jetzt mache ich auch mal was hier am Fernsehen. Da kann am Ende natürlich die Xiaomi-Box punkten, denn da ist einfach der Google Play Store drauf. Und da habe ich doch die größte Auswahl an Inhalten, würde ich sagen. Ich klicke halt mal hier so ein bisschen durch. Hier zum Beispiel kann ich die Mediatheken installieren. Das kann ich natürlich auch beim Fire TV Stick, aber der hat doch eine eingeschränktere App-Auswahl, da die meisten Entwickler wohl den Google Play Store für sowas präferieren. Zusätzlich habe ich natürlich hier Kodi noch ganz legal in Anführungszeichen drin. Was aber wiederum sehr kurios ist, ich habe hier keine Amazon-App. Die kriege ich ja normalerweise schon über den Google Play Store, aber hier sind die Kompatibilitätslisten scheinbar nicht gepflegt von Amazon, so dass ich hier, ihr seht es hier oben, kann man erkennen, habe ich nach Amazon gesucht, ja, die Amazon-App wird hier halt nicht angezeigt. Ich habe erst gedacht, ich habe irgendeinen Fehler gemacht, aber nein, die gibt's wirklich nicht. Auch die muss man hier über Sideload installieren. Also ich habe die installiert und dann sieht das im Grunde aus wie auf dem Fire TV Stick. Ich gehe jetzt mal in meine App-Auswahl und hier unten seht ihr dann die Amazon Video App. Und wenn ich die aufmache mal kurz, ich glaube, die ist von Nvidia Shield oder so geklaut, wo ich die jetzt her habe. Einfach die APK-Datei runterladen und dann kann man die installieren. So sieht es ja im Grunde auch auf dem Fire TV Stick aus. Also da habe ich auch die ganz normale App. Umgekehrt habe ich dann beim Amazon wieder keine offizielle Kodi-Installation. Also ist da auch die App-Auswahl doppelt eingeschränkt. Man hat halt nur diesen Amazon App Store und nochmal kein Kodi obendrauf. Beim OSMC hat man natürlich gar kein Android zur Auswahl. Hat man halt die Auswahl der Add-ons für Kodi, die hat man halt auf den anderen Geräten auch. Also bei der App-Auswahl würde ich sagen, da hat Xiaomi gewonnen, obwohl es ein bisschen kurios ist, dass ich offiziell Amazon Video da nicht installieren kann. Ein bisschen nervig ist hier bei der Xiaomi-Box auch noch, dass manche Apps wie Netflix vorinstalliert sind, die können nicht deinstalliert werden. So, am Ende zeige ich euch noch schnell, wie das hier mit Kodi funktioniert auf der Xiaomi-Box. Dazu öffne ich Kodi einmal und ich lasse das jetzt hier in Echtzeit quasi laufen. Das startet nämlich wirklich schnell und hier gehe ich jetzt mal unter meine Add-ons, glaube ich. Genau, hier habe ich jetzt das Amazon Add-on installiert. Das kann ich jetzt hier direkt ausführen. Gehe mal hier auf Filme. Beliebt. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel Harry Potter. Ich muss euch das natürlich jetzt hier ein bisschen verpixeln, sonst dreht wieder die Content-ID durch von YouTube. Und jetzt bin ich mal hier in den Einstellungen für die Videospur und hier kann man dann sehen, dass halt Full HD unterstützt wird. Das kann ich jetzt anklicken und kann das hier als Standard für alle Mädchen setzen. Genau. Ja, ich würde euch das jetzt gern zeigen, aber da fliegt dann wahrscheinlich die Content-ID raus. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass im Hintergrund das Video ruckelfrei abspielt und auch das Spulen, das geht super gut. Was mir jetzt an der Konstellation mit Android auch noch gut gefällt, dazu gehe ich mal wieder ins Hauptmenü. Ich kann also auch hier direkt die Android-Apps aufrufen, wenn ich jetzt hier das Add-on zum Beispiel von Amazon nicht mag. Im Kodi könnte ich das auch über das andere Amazon-Add-on starten. Ich kann hier auch den ES-Datei-Explorer aufrufen und so weiter und so weiter. Auch die offizielle YouTube-App würde hier gehen. Braucht man alles nicht, weil das kann ja Kodi selber, aber vielleicht gibt es ja für den einen oder anderen eine App, die er da unbedingt aufrufen will. Dann braucht man halt die Oberfläche von der Xiaomi-Box gar nicht mehr groß beanspruchen. Man kann hier einfach im Kodi schon die Apps starten und hat quasi Kodi als zentralen Eingangspunkt für den ganzen Spaß. Bisschen nachteilig, was man hier schon sehen kann, ist, die hat relativ wenig Speicher, die Box. Reicht aber für meine Zwecke aus. Einen Sieger möchte ich hier jetzt am Ende gar nicht küren, weil ich es unfair fände, weil das beste Abspielgerät ist meiner Meinung nach eigentlich der Raspberry Pi. Das hat aber Netflix und Amazon versaut, weil die so einen blöden Kopierschutz da drauf gemacht haben, aber da kann ich ja jetzt nicht dem Raspberry am Ende die Schuld geben. Allerdings ist für den Komfort am Ende wahrscheinlich die Xiaomi Box die knapp bessere Wahl, dicht gefolgt im Grunde von dem Amazon Fire TV Stick. Ich habe auf beiden einen gewissen Bastelaufwand. Ich kann, ja, dadurch, dass Android ist, kann ich über Sideload auch alles installieren, so wie ich das möchte. Ich habe so ein kleines bisschen mehr Sympathie für die Xiaomi Box, weil da halt Google Play Store dabei ist. Nachteilig ist halt auch hier wieder mit diesem Account, den man da verknüpfen muss. Ich habe jetzt damit ziemlich lange gekämpft und habe immer noch nicht so die optimale Lösung für mich.
Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr euren Medienkonsum, nenne ich es mal, am Fernsehen am Ende gestaltet. Nutzt ihr das Interne vom TV? Habt ihr so eine TV-Box mit Android drauf? Habt ihr den Fire TV-Stick? Oder ja, schreibt doch einfach mal, wie ihr das macht und was eure optimale Lösung ist. Und vielleicht habt ihr ja auch eine Idee für meine ganzen Probleme, wie die gelöst werden können. Also es sind ja Luxusprobleme, dass ich halt mit Yahtzee eben das Ganze steuern kann und Kodi mein zentraler Einstiegspunkt ist.